Der Mineraliensommer des NATZ Hoyerswerda will seit vielen Jahren Kindern und Jugendlichen auf interessante Art die Natur und ihre Zusammenhänge näher bringen. Sieben Steppkes im Alter von 7 bis 11 Jahren machten sich daher in dieser Woche auf den Weg nach Ossling. Ziel des Ausfluges war die Lausitzer Grauwacke. Doch bevor sie im Steinbruch loslegen konnten, musste das Team erst einmal eine kleine Einführung bekommen. Schließlich gibt es auf diesem Gelände für Nachwuchsmineralogen einiges zu beachten. Sonst ist diese Exkursion nämlich eher den Großen vorbehalten. Steinbruch ist eine sehr günstige Gelegenheit, weil er bietet ständig frische Aufschlüsse. Es wird ständig Material gesprengt, frisches Material freigelegt. Und hier im Ossling, im Steinbruch, ist es so, dass die Grauwacke selber für uns Mineraliensammler recht uninteressant ist. Aber in diesem Bereich, wo der Steinbruch angelegt wurde, gibt es einige schöne Störungszonen, wo sehr schöne Mineralisationen auftreten, die der Steinbruchbetrieb eigentlich gar nicht unbedingt haben will, die aber uns für uns Mineraliensammler sehr attraktive Mineralstufen liefern können. Die Kinder waren hellauf begeistert von den Arbeiten in diesem Tagebau. Sie suchten und fanden, sie hämmerten und schliffen und füllten die Eimer Stück um Stück. Vermutlich hätten die Kids riesige Berge mitgenommen, wenn es machbar gewesen wäre. Na, ich habe vor kurzem bei uns über Wittichen auch beim Elsterweg manchmal ein paar schöne Steine entdeckt. Darunter waren als erstes kam Quarzit und so. Und das hat mich daran bis begeistert. Dann habe ich gehört, dass hier bei Mineralogie bei NATZ, also da mal in den Sommerferien sowas kommt. Und da habe ich mich dann angemeldet. Weil ich finde halt, jeder Stein ist halt besonders und jeder Stein hat was nicht jeder andere hat. Und ich finde halt auch so, ich finde es halt, wenn man, alle anderen gehen so zu Hobbys, wie zum Beispiel Reiten oder so, alle anderen Mädchen. Ich finde halt, ich wollte was anderes, was halt außergewöhnlicher ist. Und nicht so was einfach, wo man so denkt, typisch Mädchen, ne? Und deswegen finde ich das hier, ich fand es halt, weil ich auch gerade bei meiner Cousine bin und das hat sich dann halt so angeboten und da fand ich das schon schön, hier auch mitzumachen. Ich finde halt immer schöne Steine zu Hause und da interessiere ich mich, was das für eine Steinart ist und deswegen habe ich mich hier angemeldet, um hier verschiedene Steinarten zu finden und dann die dann auch so zu Hause mal in Büchern oder so nachlesen, was das für eine Steinarten sind, dafür interessiere ich mich halt. Ich sammle schon Steine seit so 3 Jahren ungefähr und ich finde das halt interessant, wie die Natur sowas erschafft, also so wie die das hinkriegt, weil der Stein ist ja halt auch besonders. Und jeder sieht auch anders aus. Also, und jeder ist einzigartig. Auch wenn man das jetzt nicht so sieht, sag ich mal. Also, wenn der jetzt so einfarbig und langweilig ist. Aber er ist irgendwie trotzdem besonders, weil es gibt ihn nur einmal. Grauwacke klingt ja irgendwie langweilig. Allerdings ist das weit gefehlt. Jeder Stein hat seine eigene Maserung. Mal heller, mal dunkler und irgendwie immer individuell. Kleine Schätze sozusagen, die sich manchmal nicht auf den ersten, sondern erst zweiten Blick erschließen. Dafür ist der Steinbruch im Laufe der Jahre immer bekannter geworden. Also hier der Steinbruch Ossling ist sehr bekannt für seine guten Bergkristalle, die allerdings nur an sehr wenige Quarzgänge gebunden sind. Und aufgrund der Größe des Steinbruchs sind es leider sehr wenige von diesen Quarzgängen, sodass der Bergkristall also auch nur selten gefunden wird. Ansonsten als sehr bekanntes Mineral hier auch der Alanit, ein zimtfarbenes, faserförmiges bis nadeliges Mineral, selten Erdenmineral. Dann gibt es rosafarbenen Titanit, der hier vorkommt, bis zu 1 cm Größe, eigentlich aber auch sehr selten zu finden. Es gibt schöne blaue Anatase, meist nur bis 1 mm. Dann gibt es Hydroxylbastnesite, Monazite, auch selten, beides selten Erdenminerale, leider sehr klein, aber eben sehr attraktiv. Bei den größeren Mineralen gibt es dann noch schöne Bleiglänze, Zinkblende, Kupferkies, Pyrit und sicherlich noch eine ganze Menge mehr, die mir jetzt spontan nicht einfallen, mit ein bisschen überlegen oder diskutieren, aber dann
doch wieder in Erinnerung kommen. Die Augen der Stepkes leuchteten und das bei tropischen Temperaturen. Das Suchen und Sammeln in den Geröllhalden traf offenbar den Nerv der Jungen und Mädchen. Ob sie dabei auch kleine Schätze entdeckten, wird sich erst später in der Werkstatt herausstellen. Ist aber letztlich gar nicht so wichtig. Also es gibt den rein ideellen Wert, der für uns Sammler eigentlich der entscheidende Wert ist. Bei uns im großen Verein haben wir eigentlich auch keine Händler mit drin, sodass also der materielle Wert bei uns kaum Thema ist. Natürlich, wir gehen auch auf Börsen, wir kaufen auch Steine und wir verkaufen auch. Das, was wir verkaufen, ist eher, um es loszuwerden, weniger um reich zu werden. Und das, was man kauft, ist eher, ja, was halt einem gefällt. Nach knapp 3 Stunden hieß es Schluss für heute. Mit vollen Eimern und einer großen Portion Stolz machten sich die Kinder und ihre Begleiter auf den Heimweg. Zahlreiche Funde wurden bereits vor Ort bestimmt. Nun werden besonders schöne Exemplare noch geputzt, um in die eigene Sammlung aufgenommen zu werden, zu der sicherlich bei einigen noch ganz viele Steine hinzukommen werden.